Entschuldigt, darf ich euch beide etwas fragen? Natürlich. Was macht ihr jungen Dinge heutzutage gerne? Bitte was? Seid ihr Studentinnen? Nein. Aha. Aha. Darf ich fragen, wie alt ihr seid? Sowas ist schon creepy für einen alten Mann. Bleib mal lieber auf deinem Platz auf Abstand. Oh, sorry. Ich wollte nicht unhöflich sein. Hey Zwergi. Wirklich? Weißt du, wer dieser perverse alte Mann ist? Ich will... Keine Ahnung, er ist zum ersten Mal hier. Ich will die jungen Leute nur verstehen können. Sehr gut, jetzt sitzt ein Polizist dazwischen. Alles ist sicher. Gott sei Dank, du bist hier, Officer Georgie. Was ist los? Der komische alte Mann wollte uns anmachen. Was, wo? Meint ihr ihn? Ja, nicht so laut. Der alte Mann hier ist Rachels Vater von mir. Er hat mich gefragt, ob wir uns treffen können. Also habe ich das Kaffee vorgeschlagen. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass Rachels Vater so ein komischer alter Mann ist. Kein Wunder, dass sie weglaufen wollte. Ich würde euch gerne Mr. Furlong vorstellen. Rachels Vater. Mr. Furlong ist, das sind Freya und Zwerge. Nennt mich Henry. Ich entschuldige mich für vorhin. Ich wollte euch nichts Böses. Tut mir leid. Einen Moment. Das heißt Henry Furlong? Ja. Du bist der Vater von Rachel Florencia? Ja. Furlong? Florencia? Ihr habt verschiedene Nachnamen. Was soll das denn? Florencia ist der Mädchenname meiner verstorbenen Frau. Oh, sorry. Rachel hat ihn als Künstlernamen angenommen. Freya. Okay, ich glaube, ich sollte jetzt an meinen Roman weiterarbeiten. Ich bin mir sicher, ihr beide habt einiges zu besprechen. Oh, Freya, ich setze mich zu mir, zu mit dir, mit dir. Ich setze mich zu mit dir dazu. Oder irgendwas. Also, worüber wollten Sie mit mir sprechen? Es geht um Rachel. An dem Abend, wo Sie nach Hause gefahren haben, war Sie da mit zwielichtigen Leuten zusammen. Naja, einige davon waren vielleicht etwas zwielichtig. Hey, ich kann euch hören. Was? Ich bin keine Kriminelle. Nein, nur ein Spaß. Rachel war in diesem Café und hat mit Freya und Zwergi gesprochen. Sie war in keiner Gefahr. Sind Sie sicher? Sind Sie sicher? Und bevor Sie mich herkommen? Hey, immer mit der Ruhe. Ist alles in Ordnung? Es ist nur so, sie distanziert sich in letzter Zeit immer mehr von mir. Ich weiß nicht mehr, wie ich mit ihr reden kann oder worüber. Ich habe keine Ahnung, worüber Jugendliche in ihrem Alter überhaupt noch reden. Immer wenn wir versuchen, ein Gespräch anzufangen, streiten wir uns. Ich habe 3 Töchter. Wir streiten uns ständig. Wenn es etwas gibt, was ich gelernt habe, dann ist es, dass man Zeit und Raum geben muss. Aber dann für sie da sein muss, wenn sie einen brauchen. Oder bestechen. Ich hatte mich mal ziemlich mit meiner ältesten Tochter zerstritten. Sie wollte eine Woche lang nicht mehr mit mir reden. Aber sie liebte Pizza. Deshalb bin ich zu Brokkos gefahren und habe ihr eine Lieblingspizza gekauft. Und die Pizza auf den Tisch gelegt, wie eine Falle.
Dann habe ich gewartet, bis sie zugeschnappt hat. Sie hat nur ein bisschen von der leckeren Salami-Pizza genommen. Dann bin ich zu ihr gegangen und habe mir auch ein Stück genommen und mit ihr geredet. Die Pizza war wirklich einiges besser. Die Pizza hat wirklich einiges besser gemacht. Meine Tochter hat kaum aufgehört zu reden. Und wenn das Problem ist, was sie macht, Rachel liebt es, auf der Bühne zu stehen und zu performen. Ich bin zwar stolz auf das, was sie in ihrer Karriere erreicht hat, aber sie ist sehr jung und die Industrie ist nicht nett zu Leuten wie sie. Die Fans, die Manager, ihrem neuen Manager vertraue ich zum Beispiel gar nicht. Rachel ist doch nur ein kleines Mädchen. Was ist, wenn sie belästigt wird oder gezwungen wird, Drogen zu nehmen? Ist das schon mal passiert? Ja, noch nicht. Aber es könnte passieren. Ist es möglich, dass sie nur ein bisschen paranoid sind? Ich weiß nicht. Vielleicht. Psst, Zwergi. Ich muss gehen. Danke für das Getränk. Pass auf dich auf. Platsch, platsch. Man hört die kommen. Die Barbara. Können Sie nicht einen neuen Manager für Sie einstellen? Rachel ist 18. Sie kann Verträge ohne die Erlaubnis ihrer Eltern schließen. Ich habe sie schon öfters gebeten, aufzuhören. Aber immer, wenn wir auf das Thema kommen, streiten wir uns. Das können wir als Eltern nicht mehr viel tun, außer ihnen zu helfen und für sie da zu sein, wenn sie uns brauchen. Früher oder später müssen sie ihre eigene Entscheidung treffen und wir ihnen damit vertrauen. Und wenn wir sie gut vorbereitet haben, werden sie das hoffentlich. Was ist, wenn Rachel die falschen Entscheidungen trifft? Ich könnte mal schauen, was ihr Manager so macht, wenn ihm das helfen würde. Auf jeden Fall. Okay, können Sie mir seinen Namen sagen? Morris. Nachname Lester. Morris Lester. Habe ich mir aufgeschrieben. Oh, das ist nicht der Typ, der heute in der Zeitung war. Jedenfalls rufe ich an, wenn ich etwas herausgefunden habe. Oh, da muss ich kurz ran. Ich habe einen Einsatz. Ich muss gehen. Ich würde mich freuen, wenn ich über das Ganze weiter in Ruhe sprechen kann. Wir könnten uns gern nochmal treffen. Wow. Sie haben meine Kontaktdaten. Rufen Sie an, wenn Sie meine Hilfe brauchen. Warten Sie. Er wartet nicht. Keine Sorge, ich bin sicher, dass alles gut wird. Ich habe auch mal als Manager für Girl Bands gearbeitet und die schlimmsten Dinge gesehen. So schlimm? Ja. Ich wollte gehen, dass sie diese Idol-Gruppe beitritt. Aber meine Frau, Rachels Mutter, sie hat mich überzeugt, die Sache eine Chance zu geben. Seitdem sie weg ist, weiß ich nicht, wie ich mit Rachel rede. Sie will mehr und mehr eigene Sachen machen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Welche eigenen Sachen? Modeln und eine Solo-Karriere. Das ist eine ganz andere Welt als die Idols. Diese Seite der Industrie kenne ich nicht. Aber die Dinge haben sich seitdem bestimmt geändert, oder? Und wenn schon, bestimmt nicht zum Guten. Rachel hat die Idol-Zeit überlebt. Sie hat sich weiterentwickelt und will eine Solo-Karriere starten. Es hört sich nach einer Frau an, die für sich selbst sorgen kann, oder? Sie ist nicht bereit dazu.
Ich will nicht, dass sie jemand wehtut. Es gibt eine Menge schlechter Menschen da draußen. Menschen, die sie ausnutzen wollen. Aber als ihr Vater. Ich verstehe die Bedenken. Aber das sollte sie nicht davon abhalten, ihre Träume zu verwirklichen. Ich will doch nur das Beste für sie. Aber ist das nicht das Beste für sie? Wenn sie sich frei entfalten kann? Aber sie ist doch noch ein junges Mädchen. Mein junges Mädchen. Wirklich? Was ist deine Sorge? So meinte ich das nicht. Es sollte egal sein, welches Geschlecht sie hat. Mit so einer Einstellung wirst du sie vertreiben. Dein Wissen könnte doch dazu gut sein, ihr zu helfen, ihren Traum zu verwirklichen. Ich war auch ein ganz schön dickköpfiges Mädchen. Vielleicht kann ich dabei helfen, wie man mit rebellischen Töchtern umgehen kann. Das Angebot würde ich gerne annehmen. Ist okay, wenn ich noch etwas bleibe, Zweigi? Ihr habt alle Zeit der Welt. Ende des Tages. Nächstes Kapitel. Montag, 28. September 2020. Militär an der Küste stationiert, Geflüchtete aus der Atlantik aufzuhalten. Oha. Werwolf-Vertretende drängt im Ministerium zu mehr zugänglichen Sedativen. Schadach Tauben. Rückarzt wegen illegaler Klonexperimente festgenommen. Du bist sicher, dass das funktionieren könnte? Ja. Vielleicht wird es schwer werden, aber das wird die Story nochmal verändern. Veränderung ist nicht immer gut. Das ist ein gutes Konzept, aber du müsstest das sehr bedacht angehen. Und taktvoll. Ich weiß. Ach, er schon wieder. Hey, Gala. Guten Abend allerseits. Willkommen, Gala. Störe ich? Sah so aus, als wärt ihr in einer angeregten Diskussion gewesen. Ach, nichts. Zwingi hat mir nur gerade etwas Feedback gegeben. Für das Buch, das ich gerade schreibe. Hat sich wie eine fesselnde Diskussion angehört. Was bringt dich heute Abend hierher? Ich wollte nur etwas umsetzen und entspannen. Lass euch bitte nicht von meiner Anwesenheit unterbrechen. Oh, keine Sorge. Auch wenn ich Zwingi für einen Moment stören müsste. Kein Problem. Wie kann ich dir helfen? Ich hätte gerne eine Tasse von... Lässt du dich an mein Heilmittelchen? Natürlich nicht. Ich kann versuchen, das noch einmal herzustellen. Bei meiner letzten Bestellung hat es noch nicht ganz in meinen Nerv getroffen. Lässt du dich mit Ingwer und Tee? Die dritte Zutat ist definitiv eine ganz andere. Okay, erinnerst du dich mit Ingwer und Tee? Tee und Ingwer. Vielleicht können wir Minze versuchen. Das haben wir noch nicht probiert. Wäre eine Idee. Ingwer Minztee. Minze ist doch was Beruhigendes, soll es doch angeblich sein. Und? Wie ist's? Naja. Das Getränk beinhaltet nicht die beiden Zutaten. Ingwer und Tee. Nicht mal ansatzweise. Oh, entschuldige meinen Fehler. Schon okay. Bin ich blöd oder? Halt doch Ingwer und. Ingwer und Tee. Mit Ingwer und Tee reingemacht. Vielleicht in der falschen Reihenfolge, aber. Ingwer und Tee reingemacht.
Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, lasst euch durch meine Anwesenheit nicht unterbrechen. Keine Sorge, Gunnar, wir sind für heute fertig. Du bist fertig. Du bist fertig. Ich habe viele neue Dinge zu tun, dank meinem Feedback. Gern geschehen. Kommt Hate heute her? Nein. Ich bin wohl heute allein hier. Also wird das ein ruhiger Abend. Das ist nicht nett, Freya. Oh, komm schon. Das meinte ich nicht böse. Er muss daran arbeiten, seine Gedanken rücksichtsvoll zu äußern. Er strahlt das zwar nicht aus, aber er ist eigentlich ein wirklich herzlicher Person, weißt du? Ja, das strahlt er wirklich nicht aus. Du auch nicht. Oh, komm schon. Ein alter Bekannter. Baileys. Guten Abend. Willkommen, Baileys. Lange nicht gesehen. Ja. Wie geht's dir, Freya? Nicht so gut. Was ist denn los? Zwinke hat mir eine heftige Kritik zu meiner Story gegeben. Feedback, ja. Hartes Feedback. Benötigtes Feedback. Hört sich interessant an. Was ist das Problem mit der Story? Die Story ist nicht linear. Und keine einfache. Stell dir eine interaktive Geschichte vor. Aber wachsen. Hört sich erstmal ziemlich normal an. Aber statt dass du dir die Seite aussuchst, wo du weiterlesen kannst, bekommst du für jede Entscheidung eine bestimmte Anzahl an Punkten. Was? Diese Zahl bestimmt, auf welche Seite du weiterliest. Davon habe ich schon einige Bücher gelesen. Das ist gar nicht mal so. Nicht so verkehrt. Das ist ja gut, das ist jetzt leichte Lektüre. Das ist meistens sehr leichte Lektüre, aber. Warum nicht? Warum nicht? Es hört sich eher nach einem Videospiel als nach einem Buch an. Ich weiß, das ist kein neues Konzept. Aber meine Zielgruppe ist das klassische Mastpublikum. Mit der Hilfe meines Verlags könnte ich diese Art von Roman etablieren. Genau wie diese interaktiven Filme auf Netzstream. Das Konzept gibt es auch schon lange, aber durch das Marketing und die Leute dahinter hat es sich auf dem Massenmarkt etablieren können. Hört sich interessant an. Und sehr einzigartig, Freya. Na, einzigartig ist es nicht, aber was soll's. Wenigstens ist das einfacher als meine anderen Idee. Die wäre, einen Roman nicht in Buchform zu machen, sondern als Kartenspiel. Ja, jawohl. Als hätte sie alle Zeit der Welt. Und würde nicht noch bedenken müssen, dass sie die Geschichte in einer Welt spielen lässt, wo es nur Menschen gibt. Wie bitte? Ja, es gibt einen guten Grund dafür. Wartet, bis es fertig ist. Okay, okay. Aber wie Zwergi schon sagte, für diese Idee habe ich keine Zeit. Ein normales Exposé vorzustellen wird schon eine schwierige Sache sein. Ich muss mir da nicht noch mehr aufhalten. In Ordnung. Worum geht es in der Story überhaupt? Da wirst du abwarten müssen. Ich will dich nicht spoilern. Wenn du meinst? Ach ja, ich habe noch nichts bestellt. Was willst du denn bestellen? Wenn du mir ein Chimento Latte machen könntest, wäre das toll. Ein Chimento Latte. Kommt sofort. Henry. Das Foto mit der Kleinen. Ganz der Vater. Ein Ginger Latte. Wie ging das noch gleich? Ginger war. Ich glaube, das war Latte. Kaffee Latte wird mit Kaffee und Milch gemacht, also
Wir sagen Kaffee, Milch und Ginger, also Ingwer. In der Tat können wir noch ein bisschen okay, ich wollte eigentlich ja, das tut es nicht so wirklich. Einen kleinen Wirbel hier reinmachen. Hier bitte. Danke. Schmeckt gut. Aber könnt ihr noch mehr Ingwer vertragen? Nicht, dass es nicht schmeckt oder so. Ich habe nur gern mehr Ingwer. Ist vermerkt. Übrigens, wie geht's dir, Baileys? Bist du immer noch mit deinem letzten Auftrag beschäftigt? Mit den Kunden bin ich durch. Durch? Aus dem Projekt ausgestiegen? Nee, ich bin noch nicht verrückt. Ich brauche schließlich das Geld. Durch also mit dem Projekt fertig. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, zu schauen, dass ich das Projekt noch vor der Deadline fertig bekomme. Hat es ihr gefallen? Sie fand es überwältigend. Sie hat natürlich einige Sachen zu kritisieren, aber ich habe sie überzeugen können, mit der Hilfe von ein paar Fachbegriffen, die sie nicht versteht. Als hast du das Projekt beendet, indem du ihr Scheiß erzählt hast. Hahaha. Nur die feinste Scheiße, meine Dame. Das muss man beherrschen, wenn man freiberuflich arbeitet. Und hast du jetzt gerade einen Auftrag? Nein. Ich erhole mich mal etwas von dem Stress. Ich muss an ein paar persönlichen Sachen arbeiten. Oh. An dir und Lua? So, etwa. Übrigens, ich habe mich gefragt, wie habt ihr beiden euch kennengelernt? Wenn ich fragen darf. Darfst du? Aber ich war damals echt jung und blöd, weißt du. Ach komm schon. Wer war das nicht? Stimmt. Also, damals in der Uni war ich ein ziemlicher Draufgänger. Oh, interessant. Und ich wollte etwas von der Freundin meiner besten Freundin. Wie, was? Nochmal langsamer. Ich hatte damals einen besten Freund, einen Kubus. Okay. Nennen wir ihn Cognac. Cognac hatte ein... Bailey hat einen Freund, der Baileys hat einen Freund, der Cognac heißt. Fantastisch. Cognac hat eine Freundin. Soweit komm ich mit. Und diese Frau hatte wiederum eine Freundin. Mit dieser Freundin wollte ich etwas. Oh, okay. Verstanden. Sie war die schärfste Frau auf der Uni. Aber alle wussten, dass sie nicht die Typ Frau ist, die man daten wollte. Warum? Weil, ich will nichts Falsches sagen, aber dieses Kubus war verdammt scharf. Und alle Typen wollten mit ihr schlafen. Sie war auch draufgängerisch. Das hört sich gar nicht wie Lua an. Weil das nicht Lua ist, du Genie.
Hä? Lua war die Freundin meines besten Freundes. Heilige Scheiße. Das wird ja immer besser.